Wolf und das Landhotel Birkenhof präsentieren das Nürnberger Kochstudio. Es geht um die Wurst, Faszination, Leidenschaft, Genuss. Lassen Sie sich überraschen, was man damit alles zaubern kann. Tipps und Tricks vom Sternekoch Hubert Obendorfer und der Hobbyköchin Gabi Weigert. Wolf Wurst wünscht leckere Unterhaltung. Grüß Gott zusammen im Nürnberger Kochstudio. Heute haben wir ganz was Besonderes. Asien trifft eine fränkische Wurstspezialität, heißt bei uns genau eine Nürnberger Bratwurst im Mantel von Wasabi-Nüssen gebacken. Dazu haben wir noch einen Ananas-Curry-Dip und was wir dazu brauchen, zeige ich jetzt gleich. Wasabi-Nüsse, aber nicht zu fein. Ein Eiweiß, Mayonnaise, Ananaswürfel, Currypulver, Sherry, Tabasco und natürlich noch ein Öl zum Backen. Und die originale Nürnberger Bratwurst vom Wolf. Ja, jetzt werden wir gleich natürlich mal die Nüsse herrichten. Die Wasabi-Nüsse haben wir klein gehackt. Was ganz wichtig ist, kann man entweder in einen Beutel geben, mit was draufklopfen oder wirklich auch mit dem Messer hacken oder in der Küchenmaschine, geht alles. Aber bitte nicht zu fein, weil wenn sie zu fein sind, dann verbrennen sie und dann sind sie nicht so ganz gut. Die können wir jetzt mal in so eine Schüssel reingeben hier, damit wir einfach genügend haben zum Wälzen. Und dann nehmen wir das Eiweiß, ein ganz normales Hühnereiweiß, habe hier schon getrennt, ein bisschen was rein und das werde ich jetzt noch ein bisschen glatt rühren, damit wir die Würstel leichter darin umgleiten kann mit dem Eiweiß. Mhm. Und das reicht eigentlich ganz so. Das geht nur, dass es keine so Schliefen gibt. Mhm. Und dann erstmal die gebratenen. In dem Fall haben wir die Nürnberger schon fertig angebraten. Man könnte sie auch roh nehmen. Ich habe es deswegen gemacht, weil wir ja nur noch außen das garen müssen. Innen ist sie schon gar, aber ich wollte unbedingt die Röstaromen haben, wo auf der Wurst sind. Und die würde ich dann immer kriegen, wenn die Nüsse außenrum sind. Deswegen haben wir es vorher angebraten. Ja, jetzt machen wir auch schon weiter mit unserer Curry-Ananas-Mayonnaise. Ein ganz einfacher und schöner Dip. Ich habe natürlich jetzt die Mayonnaise ja fertig gekauft. Man könnte sie auch selber machen, muss aber nicht sein. Einfach rein, einen kleinen Schuss Sherry. Mhm. Macht Geschmack und Freude. Okay. Einen Schuss Tabasco. Da muss auch nicht zu wenig sein. Für die Schärfe, ja. Für die Schärfe, ja. Finde ich in dem Fall ganz praktisch. Mhm. Bisschen Pfeffer. Dann kann man ein bisschen ein Currypulver dazu, ein bisschen Salz dazu. Jetzt mal so, das ist zuerst eigentlich relativ glatt rühren, mit einem kleinen Schneebesen, um einfach das mal als Grundmasse zu haben. Mhm. Und dann ist man eigentlich schon fast fertig. Es ist wirklich eine der schnellsten Cremes, was es überhaupt gibt. So was mengen wir. Und dann kommt noch ein bisschen was Süßes dazu, das ist ein bisschen Ananassaft mit Ananaswürfeln. Das sind nicht so Ananas aus der Dose, das gehen genauso welche vom Frischen, das Ganze ja wie, aber im Endeffekt, ohne viel Aufwand, schafft man hier eine Soße, die jetzt ideal zu uns in die Würstel passen. Das Tempo ist der Hammer. Ja, ist gut. Mach ich jetzt jeden Tag. Ja, bitte. Bisschen Salz. Bisschen? Bisschen Tabasco noch. Und ein bisschen Sherry noch. Es fällt wirklich überall wegen was. Kann mir auch passieren. Das wird immer. Ist so schnell gegangen heute. Kann mir auch passieren. Aber jetzt langs, gewiss. Wenn es fertig ist, lässt es dann du bringen. Ja, gut. Okay. Also, fertig. Darf ich den Löffel nehmen? Genau. Passt. Sag nichts anderes. Passt. Passt. Schmeckt wirklich gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen zu den Würstchen. Machen wir jetzt gleich wunderbar. Fertig. So, Gabi, jetzt machen wir fertig. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen Deko gemacht, hat den Vorteil, schaut optisch gut aus. Nebenbei kann man noch probieren, also Nüsse richtig oder Würste. Spaß. Ja. Und jetzt mache ich die Creme, machen wir ein bisschen rein da. Aha. Kann man mehr oder weniger geben, aber ich glaube, das wird für ein Würstel reichen. Aha. Und geben dann jeweils, jetzt nehmen wir ein doppelt oder einfach paniert, was machst du? Doppelpaniert. So, wenn dann denn. Legen wir die so mit rein. Ah, das schaut super aus. Und ich würde mal sagen, ist der ideale Knaller für eine Party. Absolut. Können wir für Silvester, für den Fasching, für alles super machen. Und so würde ich sagen, wenn man das serviert, an ein paar Tische rein zwischendurch, vorher, nachher. Mhm. Perfekt. Schaut klasse aus. So, jetzt bist du dran. Du nimmst jetzt eine Doppelpanierte, weil du wolltest das vorher probieren. Und ich nehme eine Einfachpanierte. Mhm. Die probieren wir jetzt noch. Schon cool. Finde ich echt cool. Mhm. Sehr lecker. Liebe Zuschauer, wenn es euch gefallen hat,
würde uns freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch schenkt. Und vielleicht abonniert ihr unseren YouTube-Kanal, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!